Auf seinen Posten. Operation Schädlingsbekämpfung läuft. Dieses schwarze Afghane, nur vom Feinsten. Geh her! Da gibt's was Gutes! Na, was ist, Xaver? Magst du auch mal probieren? Ja, bist narrisch? Der verträgt doch das nicht. Der fängt noch da herin an, herumzuspinnen. Aber tanzen das schon mit mir, oder? Schluss mit euch rausgibt, Brüder! Das ist ja der Xaver! Der Eberhard! Sau und Kreisliga! Festhalten! Die Gärge schon noch. Alles klar, anzünden und abhauen.
Das kenn ich, das tut weh wie Zau. Bist du vom Himmel? Himmel, du? Bums Erde. Aha. Ich bin von Grimalsried. Ich heiß Xaver. Und du? Ich Xaver heißen. Und du, wie heißen? Wie du heißen, Mami, verstehst? Du Fritz? Oder Franz? Hans? Herbert? Hubert? Eberhard? Jakob? Josef? Karl? Alois? So, Alois. Alois hast du. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ah, die Maschine ist hier. Total verrückt. Weißt du was? Weißt du was? Ich kenne einen, der kann deine Maschine richten. Genau, genau, der Hubert, der kann sowas. Mach was. Geh zu! Jetzt fahren wir erst einmal zu mir heim. Sauber! Total, ha? Ja, ich hab mir bloß gedacht. Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht denken, sondern meine Befehle ausführen. Immerhin hat dich der Xaver erkannt. Und so gesehen? Was ist so gesehen, ha? So gesehen wär's ja gleich besser gewesen, wenn ihn der Edi umblasen hätte. Und der andere, der hinten drum gehockt ist, ha? Komm, Hobbit fallen Späne. Hast du auch immer gesagt. Sag's mal. Ich glaub fast, ihr meinst das ernst. Das kommt doch sowieso alles raus. Und wenn der Xaver sein Maul aufmacht, weiß sowieso jeder, dass wir die Diskothek anzünden haben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Kriegsspielereien. Jetzt hör einmal gut zu, Bursche. Aussteigen, das gibt's bei uns nicht. Ist das klar? Ist es klar? Klar! Na, also. Und? Was machen wir jetzt mit dem Xaver? Nur keine Panik, Männer. Euer Chef denkt an alles. Der Xaver wird sich wundern, wann er heimkommt. Und später? Da reden wir dann noch ernst Wort mit ihm, hä? Das gibt der Gaudi!
Sackel Zement. Polizei und mein Vormund. Seiner Mutter verspielen müssen, seiner Zeit am Totenbett, dass er nicht ins Heim kommt. Die ist bereit heute noch. Ja, und jetzt haben wir einen Brandschaden, der in Millionenhöhe geht. Wenn das stimmt, dann möchten wir den Sauhund noch gerne mal vorknüpfen, bevor das ihn verhaftet. Vom Verhaften kann doch gar kein Rede sein, kleiner Bauer. Ich hab doch gerade einen Tipp gekriegt. Schlieg haben bei dem noch nie geschadet. Hey, Schwanski, wo ist denn hin? Die Pressen? Ja, ja. Hallo, schnell, verstecken! So, verzeig die! Oder ich schlag die Windel weich! Ich weiß, dass du hierin bist! Au! Jetzt kommst du, was er liebt! Au! Da habt's ihn! Macht's, was wollt's mit ihm! Jetzt halt dich zurück, kleiner Bauer! Das ist ein Verhör! Hochgradrig, dienstlich. Safer, gestern ist in Schweinau die Diskothek abgebrannt. Und wir haben in Erfahrung gebracht, dass du damit was zu tun haben könntest. Ich? Kerl, ich sag das im Guten. Ich weiß von nix. Aha. Gib's zu, du. Also, mich würde schon interessieren, was du in der Diskothek bei den Rauschgiftbrüdern zum Suchen hast. Jetzt mach endlich dein Maul auf. Und zum letzten Mal. Hast du die Diskothek in Schweinau angezogen? Nein. Aber dort was? Ja. Wirkt doch, wenn er das Maul aufmacht. Ich glaub, das langt fürs Erste. Manski? Aber mir langt's nicht. Sauhundbistiger, Tutsi, Fischgrippe, Verräter, Porto, Sauhundbistiger, Tutsi schon. Verhackmaß, Schmanski, das sind Familienangelegenheiten. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Nun ist er! Wart! Keine Probleme! Hä? Radi! Das ist ein Radi! Bob, probieren! Ein Radi und ein Bier, das hab ich auch bei mir. Ein Bier, genau das war was. Vielleicht magst du ein Bier. Machen wir es, will ich jetzt Bier saufen. Halt, nein. Warte, das geht so nicht. So wie du ausschaust, so können wir nicht ins Dorf gehen. Ja, das kann gehen. Ich hab da noch. Von meiner Mutter. Da hat's noch gelebt, wie ich noch klein war. Das wird's passen. Sauber. So gefällt's mir. Machen wir's. Maria, die muss sehen, die hat solche. Musik
Ja, da schau ich, der Xaver hat einen neuen Freund her. Das ist der Alois, von oben. So, wahrscheinlich ist der Balkensepp höchstpersönlich, hä? Und jetzt wolltest du mir mal die Sehenswürdigkeiten von unserem Dorf zeigen, hä? Hab ich recht? Da tät's schon gern mal herlangen, gell? Trau dir nur. Jetzt mach schon, ich habe nicht ewig Zeit. Maria, einstehen! Ja, was ist denn da los? Ja, was geht noch vor? Bei der Xaver wollte mir anknapschen mit seinen geschlunzigen Wichsbrüsten. Die zwei, hä? Ja, freilich. Oh. Blödi, hier geht's. Ja, das ist ja. Ja, ihr Hurenbeck, du kämpfst! Bin ich jetzt oder hast du gerade was gesagt? Blutige Hähnerkrepp. Blutige Hähnerkrepp? Jetzt kann er reden! Sauber! Du kommst raus! Rumpfer, Stich! Ach doch! Ja, sag einmal, bist denn du jetzt narrisch? Na, jetzt hab ich dich! Ach, das ist doch. Grüß Gott. Ich mag ein Bier. Nein, zwei. Ja, sag mal, Xaver, aus welchem Garten hast du den Zwerg gestohlen? Hey, Lisi, bring uns für heute. Mama, der Xaver möchte ein Bier. Kriegt er eins? Freilich, ein Bier kriegt jeder bei uns. Ach. Jetzt gibt's gleich ein gutes Bier. Bist narrisch. Hör mit der Grunzerei auf. Die denken sonst nur, ich hab eine Sau dabei. Wo kommt er denn her, dein neuer Freund? Von auswärts. So, von auswärts. Von wo nachher genau? Von die Ithaca vielleicht, hä? Kann der nicht reden, oder? Aus dem Wald. So aus dem Wald. Das glaubst du ja selber nicht. Ah, das möchte ich schon genau wissen. Berdl, dass du mir fein keinen Ärger machst, da herinner. Hast mich? Wieso? Ich will doch bloß wissen, wo der herkommt. Von Augsburg, München oder sonst wo. Fragen wird man da noch dürfen, oder? Du bist ganz ruhig. Jetzt sag's, kommst du von München? Genau. Na also, keine Probleme. Lissi, da trinkt man noch einen drauf. Bring noch drei halbe. So macht man das. Ganz gut. Sauber! Bier! Eine halbe muss das an. Super! Den bringst du am besten gleich mal, Lissi. Wie heißt denn du eigentlich? Alois. Alois heißt er. Also, Loisel, nix für ungut. Ich wollte bloß wissen, wo du herkommst. Ich muss jetzt noch schlafkopfen. Genau! Also, vierte Nacht. Servus, Hubert. Kannst du mal an unseren Tisch kommen? Grüß dich, Sauber. Was möchtest du denn? Geh halt einmal her. Das ist der Alois, mein Freund. Aha. Also, das ist so. Also, dem Alois seine Maschine ist hier. Blutige Hähnerköpf. Ja, mei, da kannst du nie was machen. Die scheiß Dinger verreckern halt einmal. Was hast du denn für eine? Ein BMW oder ein Kreidler? Genau. Ja, mei, da braucht ich nichts wundern. Jetzt haben wir uns halt gedacht, du machst doch alleweil den Bulldog und... Ah ja, dem Alois seine Maschine ist hier. Wo steht's denn? Im Wald. Oh, im Wald. Ja, morgen hätte ich Zeit nach der Kirche, so um eine halbe, dreiviertel, zwei. Bier!
Amas. Der hat aber Durst, dein Freund. Ja, ich hab mich auch schon gewundert. Du, sag einmal, Xaver, ich hab da was gehört, dass du gestern dabei gewesen warst, wo die Diskothek abbrennt ist in Schweinau. Genau. Das weißt du doch gar nicht, da habe ich dich ja noch überhaupt nicht kennt. Genau. Also, weißt, manchmal redst du schon einen rechten Scheiß daher. Ja, mei, ich hab's auch bloß gehört, verstehst mich schon recht. Ich möchte nichts gesagt haben. Ein Kaugummi, Lissi. Ich hab da gesoffen. Lissi, bleib hier. Ja, da bist du, hä? Der Eberhard sucht dich schon überall. Der Eberhard? Ja. Was will denn der von mir? Das wirst du schon selber am besten wissen. Mein Maschine ist hier. Ja, Farid, du, saufen kann er, aber verbrannt wird er gleich gar nichts. Läusel. Läusel, was hast du denn? Ist dir schlecht? Ja, mei, ich darf halt einmal aufs Klo gehen. Mein Maschine ist hier blutgekriegt. Pass auf, dass du nicht Klon unterspulst, gell? Musst du auch ein bisschen? Bier? Ja, fein. Bisschen? Ach so. Wie ist denn das bei euch? Bisschen. Genau. Ich meine, habt ihr auch so einen. Verstehst mich schon recht, oder? Also, wenn's Bisschen magst, dann mach jetzt. Ich kann dir ja helfen. Du musst mir halt schon sagen, wie es bei euch geht. Ich meine, habt ihr auch so einen wie mir? Zum Bieseln, meine ich. So, Vorrichtung, jetzt sag halt was. Ja, musst du überhaupt? Jetzt da gleich sagen können, dass du gar nicht bieseln musst. Wenn mir der zwischen die Finger kommt, mein Lieber. Was soll das auch hören? Komm, wir hauen ab. Ihr? Amas? Ist da der Wichtel, der neue Umgang, ha? Das ist der Läusel aus München. Das ist mein Freund. Wer dem was antwortet, der kann was erleben. Dann schlage ich zurück. Euch schlage ich zusammen. Dann brennt das ganze Dorf, so wie gestern die Diskothek. Was hast du gerade gesagt? Kreuzknutze fix. Bier! Kreuzknutze fix. Der Kaffee ist der Feindeifel von Schweinau. Macht es leid. Was soll noch? Jetzt kommen wir hin. Du Saubär! Saubär? Ja, genau! Die Mischung aus einem Bär und einer Sau! Geh zu! Heidi, ist was los? Magmas! Wieso? Die habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Du hast gestern Abend ein bisschen zu neugierig für meinen Geschmack, hä? Keine Probleme. Du bist ruhig. Das hättest du nicht tun dürfen. Jetzt kommt's was erleben.
Das ist unsere Chance. Los, abhauen! Sowieso! Los, die haut ab! Wenn ich den im Finger kriege. Alle Mann ins Auto! Knapp. Wir Zau. Genau. Das gibt's doch gar nicht. Lass uns rein, ich hab's gerade noch gesehen. Los, noch! Habt's mir jetzt erschreckt! Schnell, du musst uns verstecken! Das ist mein Freund, der Alois. Aber der Eberhard, der kommt mit dem Moped! Ja, Xaver, ja, Mai, hast du was ausgefressen? Das gleich da! In Gottes Namen, hockt euch in Stroh auf! Auf die andere Seite, schnell! Wo ist der Xaver, ha? Ja, Herr Xaver. Anni, Wandi, tu nicht so scheinheilig. Ich weiß von nichts. Ja, vielleicht ist er nur im Feld. Kann sein. Aber wie gesagt, du weißt Bescheid, ha? Hol dich nicht so auf. Danke, Anni. Mir geht's gut. Das war echt fummelig. Blutige Hähne, gell? Adi, gib Gas! Komm, Männer! Mit der Thomas! Waren. Aber wer nicht hören will. Ist alles klar? Sowieso. Das war für im letzten Moment. Genau. Im allerletzten.
sauber. So fällt mir schon besser für der Heavy. Nach so viel Feuer wird ein sauberen Durst haben. Muss unser Bubi was trinken, hä? So, das war unsere letzte Warnung. Du bist der Feuerteufel. Am besten du gehst gleich ins Dorf zum Donessel und machst ein Geständnis. Dann hast du wenigstens von uns der Helfer. Hast mich? Ob's mich verstanden hast? Na also, bist du gar nicht so blöd, wie du ausschaust. Kommt, brauch mal's. Also, ich will und kann das einfach nicht glauben. Sicher, der Xaver ist nicht der Hellste. Aber Brandstiftung, also das kann man keiner weiß machen. Ich hab schon damals gesagt, wie seine Eltern verunglückt sind. Und sag's heute wieder. Der Bub ist ein Depp. Medizinisch gesehen. Und kehrt ihn heim. Aus, Schluss. Du hast das ja gerade nicht, Kleiner Bauer. Du spekulierst doch bloß auf den Hof. Das weiß doch jeder. Aber Herr Pfarrer, Sie dürfen doch sowas gar nicht sagen. Ja, das ist doch wahr. Da wollen wir doch versuchen, einen unschuldigen Buben, der sich nicht wehren kann, einfach was anzuhängen. Herr Bürgermeister, sag doch du auch einmal was. Ich weiß nicht so recht. Einerseits doch und andererseits doch wieder nicht. Ich weiß nicht so recht. Aber er hat's doch halt selber zugegeben, im Hirschen heute Nachmittag. Ja, aber das langt doch alles noch nicht, um den Buben gleich einzusperren. Also ich bin auch der Meinung, dass wir erst einmal abwarten. Prost, die Herren. Ich werde ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Genau. Alles dann, Prost. Hey, wir haben den Xaver auf frischer Tat ertappt. Der Strohfuhrwerk von Herrn Bürgermeister anzünden. Was? Von mir? Und was ist mit der Anni? Die haben wir nicht gesehen. Jetzt langt's. Ein für alle Mal. Jetzt muss gehandelt werden. Also ich als der Vertreter der weltlichen Macht sag, verhaften. Jawohl. Und warten, bis die Kriminalpolizei von der Stadt da ist. In Gottes Namen, na verhaft man. Besser so, als wir, wenn er uns noch mal auskommt. Nicht in Gottes Namen, Herr Bürgermeister. Nicht in Gottes Namen. Du auch einmal was. Das ist doch auch keine Lösung, wenn du das Maul nicht mehr aufmachst. Wir können bloß so verstockt sein. Und du, Läusel, was sagst denn du? Mein Maschine ist hier. So. Das ist hoffnungslos mit euch. Bier pieseln? Doch, von wegen. Ja, da schon, ja, du kannst ja doch noch reden. Ich mag mir ja Ruhe. Blödes Geschwätz. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, dann macht dich der Eberhard zum Feuerteufel. Das ist doch logisch. Feuerteufel! Halt's meint, die Damische. Jetzt fangt's bloß nicht an zum Streiten. Ihr habt schon Probleme genug. Seit ihr reden kann, schmatzt ihr manchmal so einen Scheiß daher. Wie meinst du jetzt das? Seit der reden kann? Das erkläre ich dir später. Geh her, Läusl! Feuerteufel, ist doch logisch! Jetzt kannst du was erleben! Warte so. Feuerteufel, der Dame ist ja genau sowieso sauber! Ja.
Da sind's wieder. Ich darf mich da nicht finden. Mein Vater schlägt mich tot. Los, hinten raus. Da steht noch mein Motorradl. Leute, geh zu. Mei. Zack, zack, laufen wir. Alles festnehmen. Da sind's noch. Mir nach. Da Leute laufen hart und die alle hinten drauf. Ausgerindet jetzt! Mach doch, Xaver! Gleich haben sie uns! Ach, geh weiter, Sieger! Die hing! Ich hab dich gewarnt! Jetzt ist vogelfrei! Frei! Jetzt wärst du erst einmal gewaschen. Der Gestank ist ja nicht zum Aushalten. Bieseln? Nix bieseln, waschen. Du stinkst. Keine Probleme. Ja, von wegen. Ach. Feuer teil mit dem Damischer. Kannst schwimmen? Sauf, der sauft noch. Aber was, da kann man doch noch stehen. Ach, du vielleicht, aber doch nicht der kleine Läusel. Läusel, holt aus. Ich komm. Läusel! Läusel! Wo bist du? Zeig dich doch! Mei, suchen doch, Xaver! Hast du ihn immer noch nicht? Lieber Herrgott, hilf! Gar kein Mensch. Das ist ja das, was ich dir vorhin später erklären wollte. Wie? Ja, also das ist so. Der Läusli ist von oben. Ja, sowas. Und jetzt lebt er nimmer. Läusel, mach auf. Mach die Augen auf, bitte. Mund zu Mund beatmen. Kannst du das? Ja, probieren kann ich es einmal. Das ist doch kein Luftballon. Ja, jetzt muss die Luft ausdrucken. Ich probier's noch mal. Gott sei Dank. Juhu! Der Anni, verdankst du jetzt dein Leben? Ist doch logisch. Herrgott, zack, da hat's Mücken. Packen wir's, sonst fressen sie uns noch auf. Ich muss jetzt heimgehen, weil sonst kann ich mich gleich aufhängen. Wo wollt denn ihr hin? Auf den Hof kommen wir nicht mehr zurück. Da bleibe ich jedenfalls nicht. Scheiß Viecher verreckte. Passt auf euch auf! Den Tag werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Thank you.
Das ist ein guter Platz. Genau. Sag einmal, was willst du eigentlich machen, wenn deine Maschine wieder ganz ist? Meine Maschine ist hier. Ja, ja, schon. Aber wenn es wieder ganz ist, fliegst du dann wieder hinauf? Hinauf? Genau. Sowieso. Das habe ich mir schon gedacht. Kommst du denn einmal wieder? Ist doch logisch. Ja, das sagst du so. Herrgott, hab ich einen Hunger. Ich kann jetzt eine ganze Wildsau zusammenfressen. Wildsau? Nein, Wildsau. Grunz, grunz, Wildsau. Grunz, grunz? Ja, genau. So macht die wilde Sau. Und die Hasen. Und der größte von allen ist der Hirsch, der 16-Inner. Der Hirsch? Genau. Und wenn der Hirsch ein Weib will, dann röhrt er. So ungefähr. Was passiert, Läusl? Keine Probleme. Ich möchte bloß wissen. Still, ich höre was. Nicht schießen, ich bin unschuldig. Ja, Luja, sag ich, wo ist denn mein Hirsch? Der Hirsch? Bin ich? Der Rick kann schmarrn. Ich hab ihn da gehört, wie er gerührt hat und gesehen hab ihn auch. Nicht schießen, das ist mein Freund. Was? Noch einer? Ja, wie ist jetzt mein Hirsch? Ich hab's doch gesagt. Der Hirsch bin ich. Ja, wieso denn das? Ja, das ist so. Mein Freund, der kennt keinen Hirschen nicht. Und genau. Der Hirsch wird Sau. Nicht alle auf einmal. Du meinst also, dass es hier gar keinen Hirsch nicht gibt? So ungefähr, außer mir natürlich. Das hat so echt gelungen. Ich hätte schwören können, dass da ein Hirsch ist. Ja, also was gibt's? Was macht's denn eigentlich um die Zeit da heraus im Wald? My machine is he. So, so. Also, das nächste Mal passt besser auf. Der Mensch ist kein Tier. Wir gucken dann. Gott, Herr Jäger. Beinahe wär's aus gewesen mit uns. Das war knapp. Knapp? Wildsau! Wildsau heißt es. Von wegen? Ja, wer hat jetzt wem's Reden beibracht? Wildsau! Genau. Ich muss jetzt schlafen. Wo kommt denn die Musi her? Die Musi, sag ich! Das kommt aus dem Wald. Aus dem Wald?
ja das große Feuerwehrfest im Dorf. Sauber, die Musik. Die spielen heute im Bierzelt. Packen wir's im Bierzelt. Ja, was willst du jetzt? Bier saufen oder deine Maschine richten lassen? Meine Maschine. Also, dann fahren wir jetzt zur Kirche und passen den Hubert ab, dass der deine Maschine richtet. Sowieso. 3, 4. Den schon hin. Glaubt's mir, heute auf Nacht sitzt er hinter Schloss und Riegel. Wenn die Anni nicht mein Fleisch und Blut wäre, ich tät's gleich dazu sperren. Ja, und der Lösel, was hat jetzt die eigentlich mit der ganzen Sache zu tun? Das wird sich schon irgendwie rausstellen. Ja, schaut's mir her, wie der kommt. Nicht so schnell, Madame. Willst du uns nicht von deinem neuen Freund erzählen? Hä? Tu deine Bratzen weg, du scheinheiliger Kerl, du! Du unverschämt Luder, du! Halt dein Scherz mal, du machst du krass! Aufhören! Auseinander! Dir reichen scheint's die Schläge noch nicht, die du gekriegt hast. Ha. Euch ist mir gar nichts heilig. Euch Vandalen. Zugedurz wird Zau, Herr Pfarrer. Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Da hilft kein Gott, wenn der Teufel in die Weiber reinfährt. Du, wenn es noch einer wagt von euch, Gott zu lästern. Der kriegt's mit mir zu tun. Das ist ja wohl die einzige Sprache, die ihr versteht. Und jetzt Abmarsch in die Kirche. Nein, warte, das geht nicht. Im Kirch? Genau das. Wenn mir jetzt da reingehe, dann musst du deinen Hut absetzen. Ja, und dann? Mein Hut? Genau. Und deswegen wartest du da heraußen. Wiesel? Nein, warten. Nix Kirch, weil Hut ab. Verstehst du? Bierzelt. Sei nicht so deppert und wart da. Genau. Na eben, jetzt hast du nicht. Jetzt auch wurscht. Komm, jetzt nur!
mal schön. Meine Güte, auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Wo ist der Läusel? Läusel, seid dich! Seid dem sein, Damischer! Geh weiter, fahren wir wenigstens im Hof, kann ich Schnee kriegen. Langsam geht mir der Kerl auf die Nerven. Du mir aber auch! Die Lippen des Unvernünftigen lassen sich auf Zank ein. Und sein Mund selbst ruft nach Schlägen. Sprüche Salomonis 18, Vers 6. Ja, wo kommst du denn her? Aus dem Wald, wird's auf. Ja, so schaust du aus. Ein Bier, blödige Hennerkrebs. Der hat's ja scheint's nötig. Ja, die wird doch auf Lassen. Ach so, ja, warum meine ich nicht? Der Teufel, das ist echt ein Experte. Was meinst du? Was uns der auf der Bühne für eine Gaudi bringen hat? Das hab ich mir auch gerade gedacht. Ich hab da so eine Idee. Wacht's mal her. Ja, mei, du, das ist vielleicht schon ein komischer Platz, um seine Maschine zum Absteigen. Weißt, der Läusel ist ein bisschen anders als wie mir. Ach so. Das ist kein BMW, das weiß ich gewiss. Oder? Nein, es ist halt was anderes. Vielleicht was Japanisches. Das könnte sein. Suzuki. Ja, was genau ist, weiß man nicht. Ja, hier ist es auf jeden Fall. Ja, mei, da kannst du nichts machen. Ja, kannst du jetzt nichts machen? Ja, machen kann ich schon, aber ich meine, da kann man nichts machen, dass so eine Maschine auch schon mal hier ist, weißt du? Nein, da kannst du nichts machen. Genau. Was willst du jetzt machen? Ja, jetzt schauen wir halt einmal. Ja, du liebe Zeit. Das schaut ja wild aus. Ist es hin? Ja, freilich ist es hin, sonst wäre ich ja nicht da, oder? Ja, das stimmt. So einen Haufen Schläuche und Kabel habe ich noch nie gesehen. Soll ich dir helfen? Na bloß nicht, sonst komme ich noch ganz durcheinander. Aufs Gelbe ist geschissen. Das Rote und Schwarze sind eh klar. Aber was mache ich mit dem Grünen? Sag jetzt im Moment, ist das kompliziert.
Sag einmal, was hast denn? Warum schmeißt du mit Bäumen um die? Nix ist. Was ist hin? Da, die Pumpen ist. Total verreckt. Wo kriegt man denn jetzt so eine Pumpen her? Also Pumpen? Also Pumpen gibt's überhaupt nicht. Sag bloß. Wenn ich das sag? Meine, der arme Läusel. Das heißt, wart, da gibt's vielleicht eine Möglichkeit. Sag schon. In einem Feuerwehrauto, da hat solche Pumpen. Größer halt und anders baut und ob's die da reinkriegst, das ist noch die zweite Frage. Aber dann tät's laufen. Im Prinzip schon. Dann probieren wir's. Geh zu. Ja, nein, Xaufer. Ja, was hast denn? Ausschwärmen. Operation Feuerteufel läuft. Und was ist, wenn der Xaver gar nicht kommt? Wenn der unten geschissen hätte, hätte er den Hasen erwischt. Genau. Packen wir's. Das Waffen stehen wir mal olympisch in Disziplinen zurück. Dann ist unser Schwarz sicher dabei. Schau mal auf die Uhr. 28, 29, 30. Ja, ja, es könnte einen neuen Weltrekord geben. Da ist die Anni. Los, beobachten. 20 Sekunden, dann hast du es geschafft. Zum Weltrekord reicht es leider nicht. Sozusagen knapp vorbei. Aber unser Schorsch hat trotzdem einen Applaus verdient. So, die Worte sind genug gewechselt, sozusagen. Und jetzt gibt es die Geschwister Hirbacher. Und heute zum ersten Mal dabei, sozusagen als Uraufführung, ihr kleiner Bruder. Auf geht's, Leif! Backmas, auf geht's! Hoffentlich geht das gut. Backmas! Musik, Bier, Oliadrio.
Du Läusel, weißt du, wo der Xaver ist? Der Feuerteufel. Ja, genau der. Nein, der Ski aus dem Wald. Mein Vater glaubt mir nicht und jetzt wollen sie den Xaver zum Feuerteufel machen. Die Musik! Oladrio! Manchmal glaube ich, du kapierst gar nicht, wie ernst das ist. Keine Probleme. Was verstehst du schon vom Leben? Da sind's! Raus da, ihr seid umzingelt. Luisel, vorn raus! Schnell, holt's uns auf die Bühne! Keine Panik! Das müssen wir elegant, verstehst? Wir können ja nicht ewig auf der Bühne bleiben, ne? Was macht man jetzt? Lass mich doch einmal nachdenken. Jetzt kommen wir sozusagen zum Höhepunkt der heutigen Festveranstaltung. Die Wettaußen. Siehst du das Problem gelöst? Aus der Wettzeit? Sowieso. Pass auf, du baust die Pumpen aus. Und ich pass auf, dass keiner kommt. Und Platz nehmen. Wir haben heute das Glück, nur die besten Trinker aus der ganzen Gegend hier zu haben. Das muss doch ein Applaus wert sein. Die Regeln sind euch klar. Wer am schnellsten die Maß Bier aussauft, der gewinnt sozusagen ein Fassel Bier. Kunz, Wirtsau! Genau, du sagst das, Luisel. So, wenn ich jetzt gleich sag, auf die Plätze, fertig, los, dann packen wir's! Jetzt doch noch nicht! Es war doch sozusagen nur die Vorankündigung! Sauber! Ja, Luisel, das war wohl nix! Du warst zu schnell! Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Wettbewerb! Ah, Bier, blutige Hennerkrebs! So, aufgepasst! Auf die Plätze! Fertig! Los! Läusel, zeig, was kannst. So gleich. Ist ja Weltrekord. Da drin ist vielleicht was los. Ach, da haben wir's ja, die Matz, die Kreisliche. Findest du es? Ja, hab schon. Ja, dann bring's her. Ah, gefunden. Was? Ja, die Pumpen, was sonst? Warum sagst du das nicht gleich? Hab's doch gesagt. Kreuzkruzifix, Sackelzement, Luja, sag ich. Was ist? Die Leute kommen zurück. So was hab ich noch nie gesehen. Weltrekord, wer hätte das denkt? Die kommen direkt daher. Heiliger Florian, hilf! Komm, wir hauen ab! Nix, ohne Pumpen geht da nicht weg! Ja, scheiß auf deine Pumpen, wenn sie uns da erwischen! Jetzt hilft bloß nur eins. Du bleibst da und baust die Pumpen aus und ich leg's ab! Scheiß du, wie bremst du denn da?
schon wieder besoffen. Weltrekord! Was machst denn du da? Schürplatten! Durch den Fahrteufel jetzt kommen! Hin umstellen, Männer! Sackeln Sie mit! Jetzt ist aus! Wieso? Warum? Ja, dreh auf! Dreh auf, das wäre eine Möglichkeit. Mal wieder singen. Ist doch logisch! Los, hast du raus, jetzt noch rüber! Los! Hinter mir noch! Los, Alter! Hey, hey, was ist das? Oh, im Wald steht mein Motorrad! Ja, das könnten wir schaffen, los! Los, dazwischen die Ochsen rein und lass mir die Viecher frei. Wie im Wild-West-Film. Bloß. Wie ist es auf so eine Sau? Wird Sau! Auf geht's, Bockbus! Genau! Anni, komm! Oh je, ich kann ihn machen. Erst mal hier. Ach, ich scheiß drauf. Was ist auf? Was ist los? Hey, los, los. Los. Pass auf! Ah, oh, die kriegen wir schon. Los. Hast du es geschafft? Ja, mei, das ist doch logisch. Und, wie war's bei euch? Mei, Hubert, das glaubt uns sowieso keiner. Mit Rekord! Sag bloß. So ist Sack! Die kommen schon. Los, aufs Motorrad! Die müssen da wo sein! Den Sauhund, den bin ich erwischt. Unser schönes Auto! Warte! Sack für mich, wenn ich bloß mein Gewehr dabei hätte! Wir müssen jetzt eine Bürgerwehr zusammenstellen und den Wald absuchen. Dann haben wir's bald! Bürgerwehr? Sehr gute Idee. Echt Funde. Los, zurück ins Dorf! Und wenn's wirklich funktioniert, was dann? Dann fliegt er hinauf. Ausschluss. So ist das Leben. Eigentlich habe ich es gar nicht so recht glauben wollen, dass der Läusel nicht von da ist. Der war irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
Menschlich. Ja, genau. Der redet wie wir, Bier sauft er gern und Schuhe bleiben kann er. Überhaupt und so. Als wie wenn er von da wäre. Das hat er alles von mir. Machen wir eine Pause. Sozusagen. Wie lang braucht's denn noch? Schwer zum sagen. Ungefähr. Ich meine, das hängt vom Läusel ab. Eine Stunde, ein Tag, eine Woche oder noch länger. Das kann man halt schwer sagen. Was schätzt denn? Schwer zum sagen. Sag halt einmal was. Ja, warum sollte ich was sagen, wenn ich überhaupt nichts sagen kann? Jetzt stell dich nicht so an und sag eine Zeit. Ich sag nichts. Sag halt eine Stunde oder so. Ja, warum soll ich eine Stunde sagen, wenn man es überhaupt nicht sagen kann? Jetzt sag eine Stunde, Kreuzkruzifix. Eine Stunde? Na also. Jetzt weiß man wenigstens, auf was man sich einrichten muss. Genau. Ihr braucht's keinen Skrupel um. Die Aktion ist total legal. Unser Bürgermeister hat's ausdrücklich genehmigt. Bevor es Nacht wird, haben wir's. Das ist sicher. Und was macht man da mit denen? Der Polizei übergeben. Dann kommt der Xaver endlich in sein, wo er hingehört. Also dann, wir gehen immer in 10 Meter Abstand. Wir bei der Treibjagd. Auf geht's! Weibmanns, heil! Weibmanns, dank! Diesmal darf kein Fehler passieren. Hast du das Bier dabei, Idee? Freilich. Was willst du denn mit dem Bier? Ja, was denn wohl? Seid ihr gnadisch geworden? Ich hab dich schon mal gewarnt. Also sei vorsichtig. Heute wird das Problem ein für alle Mal erledigt. Genau, weil im Wald ist dunkel. Genau. Also los, die Jagd beginnt. Auf geht's. Sag mal, komm. Da predigt man und predigt. Ja, was willst denn du bei mir? Ich möchte gern. Also, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich weiß nicht, wem ich sonst erzählen könnt. Ja, da schon her. Na ja, dann komm rein zu mir. Seid's endlich fertig? Mal sehen. Wenn wir von dir gerade einmal gescheite Antwort kriegen können. Lauft's denn? Sozusagen, sag ich. So, das sagst du. Und was soll das heißen, sozusagen, sag ich? So, ich sag. Hör mal, jetzt sag ich dir einmal was. Sag ich Zement, sag ich sozusagen, Kruzifix, was sagst du jetzt? Du kannst mir mal mit deinem Saublegen geschwätzt, das sag ich. Herrschaftszeiten, hörst endlich auf mit deiner Streiterei. Ist doch wahr. Da rennt man und macht man bloß, damit der Herr seine Schicke richtig kriegt. Ja, und dann? Was dann? Ja, dann hau er einfach ab. Ach. Was hab ich gesagt? Da kannst du nichts sagen. Yes. Das ist jetzt gerade noch. Das ist bestimmt der Eberhard mit seinen Leuten. Los, abhauen! Die Maschine läuft ja so und so nicht. Von wegen! Da sind! Hierher! Alle bereit! Jetzt haben sie uns. Sackel Zement, warum habe ich mich bloß da drauf einlassen? Aus die Maus. Hola, Adrio, mein Maschi, wie zau!
Mein Pumpen. Servus, Leise. Backmas! Wie meinst du das? So, ich sag dir nicht. Ja, meinst du vielleicht, wir sollen? Sowieso! Sauber! Auf geht's! Adi, Hubert, los! Halt es auf! Die hauen ab! Also, ich für meinen Teil bleib lieber da. Es ist sicherer. Edi, schieß doch! Servus, Hubert. Kannst du mein Motorradl haben? Und Dankeschön. Keine Probleme. Hoffentlich fliegt's überhaupt. Das ist ja jetzt sowas, wie ein Christi Himmelfahrt. Ja, so ungefähr. Für Gott miteinander! Für Gott! Hirschen gesehen. Der hat sogar auf uns geschossen. Was habe ich reden müssen, um den zu überzeugen, wo ich ihm doch nur gesagt habe, der Hirsch, bin ich, der wollte es nicht glauben. Genau, jetzt so. Nordschicht Feierteifel. Na, das heißt Feierteifel. Das wird schon noch. Sag mal, zuerst nur. Hier, am Mass. Genau. Prost mal! Da ist Zünftig fast wieder heim! Ist doch logisch! Sauer! Bommes! Verstehst? Genau! Doch logisch wird sauer! So eine Sau. Der Mensch ist kein Tier, sozusagen. Keine Probleme. Zwar Tuteln, ein Bier, genau. Der Mensch ist kein Tier, nur Sau. Eine Maschine sie und trotzdem keine Probleme. Grunz, grunz, wird Sau. Grund genau, sauer, Bommel sind wir sauer. Sauer.
Maschine sind und trotzdem keine Probleme. Grunz, Grunz wird sau. Verstehst ganz genau. Grunz, Grunz genau. Sauer, Bammel wird sau. Grund genau.